So, da sind wir wieder mit unserer Baseplate, nenne ich sie jetzt mal. Wir haben was geändert in der Zwischenzeit. Und zwar wusste ich ja vorher nicht, wo dieser Beam hin soll und habe den bei 50 cm eingeplant, damit ich die Mitte habe. Ist mir aber brandheiß eingefallen, der Teil ist, wo später der Sitz montiert wird. Das heißt, die müssen so weit aus sein, auseinander sein wie die Sitzaufnahme. Das sind die beiden Brüder hier. Die werden hier so montiert, je nachdem wie breit der Sitz ist. Und darauf wird dann der Sitz verschraubt. Das heißt, die sind vom oberen Beam ungefähr 40 cm weg. Ja, am besten legt ihr euch einfach die kleinen hier drauf. Die können ja auch ein bisschen überlappen vorne und hinten, das ist kein Problem. Aber guckt, dass ihr die einplant. So, kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 2. Die Lenkradaufnahme wird wie folgt vormontiert. Wir montieren an die... Achso, was brauchen wir für Material? Wir brauchen die zwei dicksten Beams. Das sind die, die quasi drei Abschnitte breit sind. Das sind die breitesten. Die brauchen wir zweimal. Dann brauchen wir von den Eckabdeckungen 4 Stück. Entsprechend 4 rechte Winkel. Dementsprechend 8 Schrauben und 8 von unseren kleinen Mutenfreunden und am Ende 2 lange Abdeckungen für obendrauf. Und wir machen jetzt unsere Lenkradaufnahme. So, ich mache hier oben schon mal die Abdeckplatte drauf, auch wenn man das eigentlich erst am Ende machen sollte. Bei allen anderen Schritten rate ich euch, das erst gegen Ende zu machen, falls ihr noch eine Nut einbringen müsst, damit ihr da keine Probleme habt. Ich mache es aber jetzt am Anfang aus dem einfachen Grund. Ich glaube, ich hole mir für den Zweck einen Gummihammer. So, da ist er auch schon. Ich nehme den kleinen Gummihammer. Klopf das vorsichtig fest, damit da nichts passiert. Ja, ich mache die jetzt schon drauf, damit ich mich nicht verletze, weil die halt echt super scharf sind da oben. Boah, die gehen schwer rein, mein Junge. Mein lieber Scholli. Die gehen schwerer rein als die kleinen, weil die hier in der Mitte so einen Mittel haben. So. Also, im Prinzip machen wir überall diese Füßchen dran. Ich mache die aber noch nicht fest, weil ich erst sehen muss, wo genau das montiert wird. Und je nachdem, wo es montiert wird, werde ich das dann festmachen. Weil ich habe festgestellt, wenn die Schraube festgezogen ist, kann man das ganze Gerät nicht mehr verschieben. Das ist mir hier bei dem Teil aufgefallen. Also lasst bitte die Schrauben locker, bis ihr euch sicher seid, wie die finale Position eures jeweiligen Teiles ist. So, okay, ich habe das gerade mal kurz eruiert. Und zwar ist das so, dass die das Gerät ganz ans Ende manövrieren und ganz am Ende befestigen. Und ich denke, das macht auch am meisten Sinn von der Gewichtsverlagerung, weil diese zwei Beams sind die breitesten und die haben das meiste Gewicht. Und der Sitz mit dem Fahrer ist ja das beste Gegengewicht. Dann hat man hier viel Gewicht und da viel Gewicht und dadurch steht das ganze komplette Teil fest auf der Erde. Ich denke, das macht am meisten Sinn, das genauso wie die es in der Anleitung vorschlagen, zu montieren. Und deswegen werden wir das jetzt auch so tun. Es empfiehlt sich übrigens, eine Metallfeile in der Nähe zu haben. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Stück, wo vom, ich denke es ist vom Gewindeschneiden, noch so ein Rest übrig ist. Den sollte man normalerweise abfeilen. Ich habe jetzt keine Feile hier und will jetzt nicht schon wieder unterbrechen, um eine zu holen. Aber ich rate euch, für den Aufbauprozess eine Metallfeile bereit zu haben.
Also der junge Mann, der den Plan hier gemacht hat für das Rig, der hat sich schon bei jeder Sache, die er hier gemacht hat, was gedacht. Das ist definitiv mit Sinn und Verstand entstanden. Ich habe leider seinen Namen nicht parat. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich für die Videobeschreibung nochmal raussuchen, wie der junge Mann heißt. Und ihm dann Props dafür geben, weil das, was der hier geschaffen hat, ist echt Maßarbeit. Das ist super. So, allmählich fängt es an, sich wie ein Rig anzufühlen, muss ich sagen. Dadurch, dass es jetzt in die Vertikale geht, habe ich schon so ein bisschen diesen typischen Rig-Charakter. So. Oh, und es kriegt langsam echt Gewicht. So, wunderbar. Schritt 1, die Base, erledigt. Schritt 2, die Lenkradaufnahme. So, der nächste Teil unseres Aufbaus wird die Pedalaufnahme. Die Pedalaufnahme gestaltet sich ein wenig schwieriger. So, zum Material. Wir haben zwei von den Doppelprofilen in der Länge. Was werden das sein? 40 cm sowas. 50 cm. Dann haben wir einmal die quadratischen 40er. Zwei Stück. Und einmal das ganz kurze Profil. Das ist das kürzeste, was hier dabei ist. Das dient im Prinzip als vertikale Stütze für unseren Pedalauflage. Ja. Man kann auch noch ein zweites nebendran machen, aber ich habe gelesen, dass es völlig ausreicht für jeglichen Einsatz von Pedalen. Dadurch, dass die Holme seitlich nochmal an den Lenkradholmen festgemacht werden, ist es an drei Punkten festgezurrt, da kann eigentlich nichts passieren. Das ist quasi nur zur Sicherheit, das könnt ihr theoretisch sogar weglassen. Ja, das werden wir aber trotzdem montieren. Dann kommen jetzt hier diese Schnellspanner zum Einsatz. Ich habe es vorhin kurz erwähnt am Anfang. Die sind dazu da, damit man die Pedale einfach schnell abmachen kann, um das Ding zu verstauen. Zu denen gehören 5 von diesen passenden Aufnahmen. Die sind rund, gut zu erkennen. Dann 5 Bolzen, die dazu passen. Zu den Bolzen gibt es Muttern, die dazu passen. Dann habe ich hier gefunden 4 Unterlagscheiben, was mich ein bisschen wundert. Ich gehe mal davon aus, dass die Unterlagscheiben hier dazwischen kommen. Ja, damit's. Ich weiß nicht wozu. Vielleicht damit die Holme, die Lenkradholme nicht, also die, ich meine jetzt diese Hauptholme, die Wheelbase später aufnehmen, dass die nicht so verkratzt werden vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Es waren nur 4 dabei und nicht 5. Wären es 5 gewesen, wäre es eindeutiger. Aber ich guck mal, wo ich die verbauen werde. Dann haben wir wieder, um den Frame zu bauen, 4 von unseren rechtwinkligen, dazu passend 4 Abdeckungen. Dann brauchen wir insgesamt 6 Abdeckungen für die Doppelprofile, entsprechend 8 Schrauben und 8 Nutensteine. Okay, ich bin gespannt. Es sieht kompliziert aus, aber ich glaube, es ist
relativ einfach zu bewerkstelligen. So, das schrauben wir noch nicht fest, weil die Strebe wird ganz ans Ende geschraubt. Das ist relativ einfach, die kommt einfach hier ans Ende. Aber die Strebe, deren Position wird wiederum bestimmt, wie lang, wie die Schraubung eurer Pedale sein wird. Ja? Nee, hier ist bei mir die Schraubung. Da ist eine. Und da ist eine. Ja. Ergibt sich für mich übrigens nicht. Ich werde die nicht festschrauben, weil ich habe ja schon mal erwähnt, ich werde im März mein Equipment wechseln und dann müsste ich nochmal alles neu einstellen und verschrauben. Ich muss das Rig wahrscheinlich sowieso nochmal anpassen, aber ich mache mir jetzt nicht die Mühe, die Pedale festzuschrauben. Ich werde die Pedale auf den, da sind so Gummifüßen dran, auf den Gummifüßen ruhen lassen und werde sie mit einem Band fixieren, damit sie nicht verrutschen können. Dadurch, dass die schräg liegen, werden die sowieso nicht verrutschen. Also ich hatte die schon mal in der Schräglage im Betrieb, ohne sie festzuschrauben und sie haben sich nicht bewegt. Es sind ja auch keine Loadcell, die haben jetzt nicht keinen wahnsinnigen Druck dahinter. Für meine Zwecke wird es erstmal reichen. Wie gesagt, im März das neue Equipment werde ich dann verschrauben. Werde ich dann gegebenenfalls noch ein zweites Video nachreichen. Auch hier ist es so, man muss nicht hundertprozentig sein. Es muss halt nur später hundertprozentig mit den Pedallöchern übereinstimmen. Aber hier, ob das jetzt ein Millimeter weiter da sitzt oder weiter da, ist völlig irrelevant. Hauptsache, ihr habt am Ende die Löcher für die Schrauben da, wo ihr sie haben wollt. Also da könnt ihr ein bisschen ab und zu geben, macht euch da nicht verrückt. Haltet einfach an. Das heißt, haltet das Objekt eurer Begierde an. Guckt, wo die Dinger hin müssen und schraubt sie dann erst fest und dann braucht ihr nichts zu messen oder ähnliches. So, dann werde ich jetzt die Pedalerie hier hinlegen. Und werde dann das hier auflegen. Ich gucke gleich nochmal, bevor ich es endgültig festschraube, ob das so passt. Ja, das passt so. So. Dann nehmen wir gerade das Ganze. So, zur Seite. Auch hier ziehe ich alles nur handfest an. Erstens, damit ich es nochmal aufbekomme im Falle der Fälle. Und zweitens, um das Aluminium nicht unnötig zu strapazieren. Ja, zumal ich ja weiß, dass ich an dem Bauteil nochmal bauen werde. Und dann muss man das ja jetzt noch nicht komplett kaputt drehen. So, kurz die Pedale zur Seite, damit man da nicht drüber fällt. Prost, Neuer. Ah, Zimtcola. Erinnert mich dran, die nächstes Jahr nicht mehr zu kaufen. So geil ist die nicht. Ja, es ist übrigens unvermeidbar.
das Aluminium zu verkratzen. Es ist einfach so, es ist sehr kratzempfindlich. Ich wollte ursprünglich gerne ein schwarzes Rig haben. Ja, Percy hat auch eins. Ich finde es einfach mega geil in schwarz. Aber ich glaube, bei schwarz ärgert man sich, also wenn es so eloxiert ist oder wie man das nennt, dann ärgert man sich, glaube ich, noch mehr. Vor allem ist es teurer. Und wenn dann Macken drin sind oder Kratzer, sieht es, glaube ich, noch mal schlimmer aus als auf Silber. Hier sind schon ziemlich Macken dran. Ich gehe mal davon aus, dass ich das war, weil hier die Späne am Boden liegen und ich die jetzt hier hingelegt habe. Ich hätte nach dem ersten Arbeitsschritt mal staubsaugen sollen, kann ich euch nur ans Herz legen. Dann passiert sowas auch nicht. Also, die Gewindestäbe werden hier reingeschraubt. Wahrscheinlich bis zum es geht nicht mehr. Dann werden die hier eingehängt und dann kommen diese Gewindestäbe hier durch. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da außen noch mal so ein Ding drauf kommt. Aber wo genau diese Mutter jetzt ihren Einsatz findet, weiß ich nicht. Eventuell wird die hier noch vorgelagert, dass die hier vorkommt, so quasi als Spacer. Als Spacer, damit hier hinten das mit einem Nutstein greift. Wir können das mal gerade probieren, indem wir hier einfach Nutstein einführen und schauen, ob sich das verschrauben lässt. Ha! Und in der Tat, so funktioniert das auch, wie ich mir es gedacht habe. Das sind quasi die Spacer für hier drauf. Dann werden wir uns die jetzt erstmal alle herstellen. So, jetzt haben wir alle fünf vorbereitet. Das fünfte ist übrigens für diese Stütze. Ja? Für diese vertikale Stütze, da kommt das fünfte dran. Die Spacer heben wir uns auf. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, würden wir jetzt mit der Hochzeit weitermachen.